Hallo und herzlich willkommen heute zum Sonntagsthema, einem christlichen Thema oder einem Thema aus christlicher Perspektive, wie wir das jetzt seit einiger Zeit hier so machen. Und ich habe mir überlegt, vielleicht ein paar Worte noch einmal zum Konflikt im Nahen Osten zu sagen, eher aus einer religiösen Perspektive. Und das ist gar nicht so einfach. Wie bei den meisten Konflikten geht es ja nicht vordergründig um das Religiöse, sondern sehr häufig sind die religiösen Dimensionen, ja, man könnte sagen, aus Marketinggründen vorgeschoben. Die meisten religiösen Konflikte haben ganz andere Ursachen, territoriale. Gerade jetzt hier auch im Nahen Osten geht es natürlich um Territorium. Und da jetzt zu sagen, dass es sich primär um einen religiösen Konflikt handelt, das ist zumindest schwierig. Dennoch hört man genau eben diese Art immer wieder, dass man sagt, es geht hier um Muslime gegen Juden und nicht so sehr um Israelis gegen Araber. Wobei eigentlich natürlich gerade der territoriale Aspekt eine Hauptrolle spielt. Es geht hier natürlich schon um die Frage, wer darf wo wohnen und nicht so sehr, wer hat den richtigen Glauben. Obwohl es ist natürlich sehr schwierig. Was kann ich aus christlicher Perspektive dazu sagen? Nun, der ein oder andere wird es vermutet haben schon. Ich stehe emotional, könnte man sagen, dem Judentum näher als dem Islam. Das muss ich für mich jetzt einfach mal so sagen. Das Judentum hat zumindest meiner Meinung nach gemeinsame Wurzeln mit dem Christentum. Das Alte Testament ist in erster Linie die Geschichte der Juden. Und natürlich ist das Psalmengebet, das gerade auch in der katholischen Kirche eine sehr große, starke Rolle spielt, auch ein jüdisches Gebet. Das sind die Gesänge Davids und das sind letzten Endes eben alttestamentarische Gesänge, die das gesamte Gebetsleben zutiefst prägen. Ich möchte deswegen mal aus der christlichen Perspektive auf das Judentum erst einmal ein paar Worte verlieren über die Frage der Rache. Das scheint mir nämlich eine ganz wichtige Sache zu sein, hier auch in Bezug eben genau auf diesen Konflikt. Es gibt im Alten Testament die viel zitierte Stelle Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und das ist meines Erachtens schon etwas, was in Richtung Christentum später deutet, wenn es dann im Christentum heißt, genau in Anspielung auf diese Stelle, Auge um Auge, Zahn um Zahn war nur der Anfang. Jetzt gilt, wer dir auf die rechte Wange haut, dem halt auch die linke Wange hin in der Bergpredigt. Hier sehen wir so eine Entwicklung. Ganz ursächlich, bevor es diese Regelungen gab, war es gang und gäbe, dass man Rache ausgeübt hatte. Blutrache und natürlich dann auch über Generationen hinweg. Und da hat man natürlich gemerkt, dass wenn ich jedes Mal dann, wenn ein Unrecht geschehen ist, ich das erwidern muss und das dann wieder erwidert wird und das immer so hin und her geht, dass ich dann irgendwann das Problem habe, dass niemand mehr da ist, der Rache üben kann. Also entweder es verläuft sich oder aber, ja, einer oder der andere war dann so effektiv. Meistens ist es halt so, dass das auf beiden Seiten eine sehr blutige Geschichte ist. Und da hat das Alte Testament, da hat das Wort Gottes Einhalt geboten und hat gesagt, nee, also Rache und Blutrache nicht, nur maximal so viel, wie dir der andere getan hat. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und das auch nicht gegenseitig, sondern das ist ein Recht, das letztlich Gott vorbehalten war, dass er eben letztlich Auge um Auge, Zahn um Zahn Vergeltung üben könnte. Und das war schon eine deutliche Minderung dessen, was vorher praktiziert worden ist. Und genau in diese Richtung geht es dann eben mit der christlichen Botschaft von der linken Wange weiter. Und wir sehen jetzt im Augenblick in dem Konflikt, wie es eben ist, wenn man wieder zurückfällt hinter diese Auge um Auge, Zahn um Zahn Geschichte. Also meine Wahrnehmung ist es, dass beide Seiten natürlich mit einem gewissen Anspruch sagen, ja, der möchte mich und meine ganze
Sippe, meine ganze Volksgemeinschaft, Religionsgemeinschaft vernichten. Ich hatte es ja bereits schon mal anderswo erwähnt, die muslimischen Parteien, also die Kriegsparteien letzten Endes, aber auch eben zum Beispiel der Iran, haben in ihren Grundfesten eine Vernichtung Israels als höchstes Ziel festgeschrieben und das schon sehr, sehr lange. Und da kommt man natürlich nur schwer rum. Und jetzt heißt es andersrum, dass die israelische Politik de facto ja auch eine Vernichtung eben der Araber im Gazastreifen und in den entsprechenden umstrittenen Gebieten zumindest betreibe. Nehmen wir das mal als Empfinden der Betroffenen so hin, dann haben wir auf beiden Seiten zumindest den Vorwurf, der andere würde einem, ja, einen Genozid wünschen. Und das geht natürlich hin und her. Das heißt, natürlich vertrauen Israelis denjenigen nicht, die behaupten, sie wollen sie vernichten und die sie seit Ewigkeiten eben immer wieder mit Krieg überziehen. Und das eigentlich, seit sie ihr Land von der UN mehr oder weniger versprochen bekommen haben. Dann haben sie natürlich, als sie mit Krieg überzogen wurden, ein bisschen, ja, übers Ziel hinausgeschossen, kann man schlecht sagen. Auf jeden Fall, sie haben dann halt sehr, sehr viele Ländereien gewonnen, haben die dann auch nicht wieder zurückgegeben. Und ja, dann ging das hin und her. Und ich glaube, das Wesentliche ist eben dieses Hin- und Hergehen, dass man auf der einen Seite sagt, ja, denen ist nicht zu trauen, weil die mich die ganze Zeit bebomben, und die anderen sagen, denen ist nicht zu trauen, weil die mir immer weiter Land wegnehmen und weil die mich natürlich auch bebomben. Und grundsätzlich oder ursächlich ist meines Erachtens dieser Rachegedanke, dass man aus einer Spirale nicht rauskommt, weil man immer weiter letzten Endes eben in seinem Narrativ bleibt und den anderen natürlich aus der Erfahrungswelt heraus entsprechend, ja, vorverurteilt kann man schlecht sagen, wenn man ja die Erfahrung hat, aber davon ausgeht, dass ihm nicht zu trauen ist, dass man letzten Endes eben auch nur mit Gewalt weiterkommt. Und aus meiner Wahrnehmung, aus meiner subjektiven Wahrnehmung, ist es schon so, dass bei den meisten Angriffen in den letzten Jahrzehnten die Israeliten in einer Verteidigungsposition waren, was nicht heißt, dass sie nicht auch für die entsprechenden Angriffe Provokationen geliefert haben. Aber beide Narrative sind meines Erachtens da in sich gefangen und festgefressen, und da wird man nicht rauskommen, wenn man nicht letzten Endes die Perspektive wechselt und zumindest hier auf dieses alttestamentarische Auge um Auge, Zahn um Zahn und dann meines Erachtens eben mit einem christlichen Ausblick daraufhin sich entwickelt, auf Rache zu verzichten und nach vorne schauen, eine friedliche Lösung zu suchen. Das finde ich ist ein Aspekt, der mir persönlich, ja, jetzt mal so im Praktischen irgendwie immer wieder in den Sinn kommt. Und dann habe ich noch eine zweite Sache. Die zweite Sache betrifft das Gottesbild. Da speist sich vielleicht auch bei mir so ein bisschen das Unbehagen gegenüber dem Islam. Das jüdische Gottesbild ist ein Gott, der mit seinem Volk, das er erwählt hat, zusammen einen historischen Weg geht. Und das Volk lernt ihn immer besser kennen. Und er entpuppt sich immer mehr als ein liebender und ein liebevoller Gott, der eben mit seinem Volk sich entwickelt, beziehungsweise das Volk nimmt das so wahr, dass er sich entwickelt, oder das Volk entwickelt sich letzten Endes. Spielt es keine Rolle. Auf jeden Fall ist es eine Historien Begleitung, ein Volk, das sich eben immer mehr auf dem Weg letzten Endes auch zur Erkenntnis eines liebevollen und liebenden Gottes bewegt. Das Christentum geht jetzt da noch einen Schritt weiter, indem es sagt, dass dieser Gott in sich trinitarisch ist, also relational könnte man sagen. Das Christentum sagt, dass dieser Gott quasi ein Synonym für den Liebesbegriff ist. Und Liebe ist ja immer auf einen Geliebten bezogen, und dementsprechend ist es relational. Also ein dreifaltiger Gott,
der durch das Band der Liebe, den Heiligen Geist, deinen Vater und einen Sohn getragen weiß. Also Liebe in sich muss sich immer verschenken, hat immer etwas, dem sie sich verschenkt. Und wenn dann dieser Gott ein liebender Gott ist, so sagen die Christen, dann ist er eben auch mehrfaltig, dreifaltig. Es gibt da auch Anklänge schon im Judentum für eine Zweifaltigkeit, würden vielleicht streng orthodoxe Juden widersprechen, aber ich denke, dass man den Geist Ruach durchaus auch schon als eine Art Person sehen kann. Aber letzten Endes ist meines Erachtens dieser Begriff von Gott, der nicht einfach nur auf der einen Seite als Gott und auf der anderen Seite das Volk begleitet, sondern einer, der sich dem Volk tatsächlich auch in menschlicher Gestalt schenkt. Jemand, der in diese irdische Schöpfung hineinsteigt, um mit den Menschen Leben, Tod, Leid, Schmerz, alles Mögliche mitzuerleben, aus Liebe heraus, der sich diesem Wesen verschenkt und der es in seinem Wesen immanent hat, sich zu verschenken und eben zu lieben. Das denke ich mal, das ist dann nochmal ein Schritt weiter als das, was man jetzt rein aus dem Alten Testament lesen kann. Und das ist, finde ich, eine Entwicklung, die für das Christentum zumindest sehr wichtig ist und die auch für meinen persönlichen Glauben eben eine sehr starke Rolle spielt. Sehe ich jetzt den Islam, der ja historisch viel später gekommen ist, dann empfinde ich da einen Rückschritt, indem der Islam eben wieder behauptet, dass eine Dreifaltigkeit überhaupt gar nicht vorhanden sein kann, sondern dass das Ganze eben, das ganze Gottesbild eben ganz starr auf einen einfältigen, ich hätte fast gesagt einfältigen Monotheismus zurückzuführen ist, wird die Entwicklung, die ich aus dem Judentum hin zum Christentum sehe, nicht nur gekappt, sondern wieder rückabgewickelt. Man geht wieder zurück auf einen Stand, wo man eben diese Art des liebenden Gottes gar nicht mehr hat, sondern einen sehr fernen, entrückenden Gott, der eigentlich auch mit uns spielt, der in klassischer Weise eines monotheistischen Gottes richtet und der irgendwelche Dinge vorgibt, der aber im Prinzip weder an irgendwelche Regeln gebunden ist, der ja allmächtig tun kann, was er will und der letztlich auch nicht unbedingt ein Liebender sein muss. Wenn er liebt, dann tut er das halt, aber letzten Endes ist es aus unserer Perspektive völlig unergründlich, warum er etwas tut. Und diese Nähe des Begleitens und der Liebesbeziehung, des sich Hingebens bis zum Tod, das sehe ich im Islam nicht mehr. Und deswegen habe ich an den Islam grundsätzlich schon auch explizit Fragen an das Gottesbild. Es gibt im Islam übrigens schon eine Tradition, die auch eine viel stärkere Nähe darstellt, und zwar kurz skizziert, es gibt die Vorstellung vom himmlischen Koran, und der himmlische Koran, der wird letzten Endes gesprochen als der Koran, der dann uns Menschen übermittelt worden ist. Aber wenn wir von Christus als dem Wort Gottes, wie es im Johannesevangelium heißt, sprechen, dann müsste man beim Islam vom Koran als dem Wort Gottes sprechen. Und insofern dieser Koran den Menschen geschenkt wird, haben wir auch eine Form der Inkarnation des Wortes Gottes und im Grunde genommen eine Zweifaltigkeit. Ja, da werden viele Muslime wahrscheinlich schreien und sagen, das geht gar nicht. Ja, und Sufis, die das so behauptet haben, hatten da wohl auch ihre Mühe und Not. Aber diesen Gedanken gibt es und der ist meines Erachtens auch ganz interessant, weil der nämlich auch eine Perspektive aufweist im islamischen Horizont, eine Mehrfaltigkeit aufzubauen. Und von da aus müsste man sich jetzt die Frage stellen, was das bedeutet, wenn im Christentum das gesprochene Wort oder die Inkarnation Gottes eine Person ist, die interagiert, mit der ich quasi historisch habe sprechen können, die ich im Sakrament erfahren kann. Und auf der anderen Seite im Islam ist diese Inkarnation ein Buch.
das festgeschrieben ist in sein Wort, mit dem ich natürlich nicht argumentieren kann, weil das ja so runtergeschrieben ist. Das sind meines Erachtens zwei Aspekte, die man meiner Meinung nach mal mehr auch theologisch diskutieren müsste, wenn wir immer wieder fragen, wie sich denn ja ein Islam in der westlichen Welt integriert oder wie er in der westlichen Welt wirkt. Weil ich glaube, dass diese Vorstellung durchaus etwas ist, das wird jetzt wahrscheinlich den einen oder anderen, der mit dem Christentum oder generell mit Religion nicht so viel am Hut hat, wenig interessieren. Aber ich glaube, dass das sind so die Wurzeln, aus denen sich sehr vieles ergibt. Und das Gottesbild, das jemand hat, ob jemand denkt, dass ein positiver, liebender, sich verschenkender Gott da ist oder einer, der einfach ein Regelwerk ist, das runtergeschrieben worden ist und das zu befolgen ist. Und wenn man dem irgendwo nicht befolgt, dass man dann eben ja die entsprechenden Konsequenzen in erster Linie mal vor Augen geführt bekommt. Das sind zwei unterschiedliche Ansätze. Und diese Ansätze zu diskutieren, das wäre meines Erachtens sehr, sehr wichtig, um überhaupt einmal festzustellen, inwieweit hier kompatible Denkmuster und auch Glaubensschema etabliert werden können und ob man überhaupt etwas aufbauen kann, was für das gesellschaftliche Zusammenleben einen übergeordneten Rang hat. Und ich kann ein Gesetz erlassen, was immer ich will, wenn es dem Wort Gottes widerspricht, dann wird der Gläubige das nicht akzeptieren. Vor allem nicht im Konfliktfall. Wenn er nicht im Konflikt steht, wird es ihm egal sein, aber wenn er mit einem Gesetz im Konflikt steht, dann fragt er sich, entspricht das meiner Regel? Und wenn es das nicht tut, dann gibt es halt ein Problem. Und da sehe ich im Moment einen sehr großen Defizit. Wir haben wenig Leute hier im Westen, die sich mit Religion beschäftigen. Wir haben sehr wenig Leute, die sich mit dem Christentum einigermaßen auskennen, die wissen, was eigentlich die Wurzeln unserer Aufklärung und unseres modernen Lebens sind. Und dann natürlich auch noch überhaupt keine Ahnung von dem haben, was den Islam letzten Endes eben ausmacht und wie er sich eben im Verhältnis zu den anderen Buchreligionen manifestiert hat. Aber eine solche Diskussion halte ich für sehr wichtig, denn Gespräch ist das, was meines Erachtens als allererstes auch Verständnis für den anderen bringen kann, wenn man offen versucht, mit jemandem in ein Gespräch zu kommen und nur auf die Art und Weise, dass man sich versteht, dass man lernt über sich selbst und über den Gegenüber, wer man ist, wo man steht, was einem wichtig ist. Erst darüber kommt man eben aus der eingangs genannten Spirale der Gewalt, die vor allem durch eine Vergeltung und durch so ein Hin und Her von Blutrache, Fantasien und Vorstellungen gesetzt ist. Nur da kommt man raus, indem man eben auch merkt, dass man über ein für denjenigen, der es eben dann bespricht, wichtiges Thema sich vertiefen kann. Und solange wir so tun, als wäre das alles nur ein rein territorialer Konflikt und es würde nur um Israel und Palästina gehen und nicht auch um unser christlich-westliches Abendland gegen letzten Endes auch eine muslimische Vorstellungswelt. Also solange wir das irgendwie ignorieren und ausblenden und dafür gar keinen Sensus haben, werden wir da auch nicht weiterkommen, weil man auf muslimischer Seite sehr wohl weiß, was man ist und was man möchte. Und da auch ein einheitliches Konzept aus Religion und Politik vorzulegen hat. Und ich merke hier im Westen eben dort eine sehr große Sprachlosigkeit, eine Überraschung, dass auf einmal gewisse Ausdrucksformen auf der Straße stattfinden, wo man sagt, wie kann das sein? Und ich frage mich, wie kann man das nicht haben kommen sehen? Also wie gesagt, ich denke, hier sollten wir theologisch uns selber meines Erachtens immer wieder auf einen neueren Stand bringen. Wir sollten unseren Glauben, unsere Religion, eigentlich das, worauf wir stehen, selbst wenn wir keine Christen sind, eben
die weltanschauliche Basis, auf der wir stehen, immer wieder reflektieren und immer wieder auch ins Gespräch bringen. Und von dort aus, wenn wir wissen, was wir selber sind und glauben, sollten wir auch das Gespräch gerade eben zum Islam suchen, auch zu den Juden suchen und da eben dann eine Standortsbestimmung vollziehen, aus der heraus wir dann möglicherweise auch etwas Tragfähiges entwickeln können. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen alles zu weit ausgeholt war, ob das für sich verständlich ist. Würde mich natürlich interessieren, was das Feedback angeht. Und ja, vielleicht kann man das ein oder andere ja auch vertiefen. Wäre auf jeden Fall für mich ein, ja, großes Anliegen. Und ansonsten bleibt mir jetzt erst einmal nichts als weiter einen schönen Sonntag, einen gesegneten Sonntag zu wünschen. Alles Gute zu wünschen und zu hoffen und zu beten, dass der Konflikt eben auf welche Weise auch immer erst einmal sich beruhigt und dann Raum schafft für eine tiefergreifende und weiterführende Art des Dialogs. Soweit erst einmal, alles Gute, bis demnächst. Sine sedone non sedificaverit ad, medificaverit ad.